So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit. Xerneas ist am Start, Xerneas ist in den Raids und weil Xerneas in den Raids ist, sind wir hier oben im Wildgehege, denn hier ist ein ganzes Gehege voller Xerneas. Wo sind sie denn jetzt hin? Hallo! Ach, leckt mich doch ab. Eben standen sie noch hier und haben die ganze Zeit Mäh gemacht und Mäh gemacht und noch mehr Mäh gemacht. Und ich habe mir gedacht, es ist heute so windig und so stürmisch. Ich stell mal mein Zeug nicht aufs Auto, ne? Es ist schon wieder der einzigste Raid in der ganzen Stadt, der aufgeht, ist komplett außerhalb am Arsch der Welt. Ich hasse es jedes Mal. Man will eigentlich hinlaufen, man schafft es in der Zeit nicht. Jetzt sind wir hier oben beim Wildgehege, haben jetzt hier diese Schutzhütte, ne? Da ist noch ein Pferd, wunderbar. Hier liegen schon die Handys bereit. Ich werde jetzt gleich die Leute einladen und wen ich einlade, das zeige ich euch jetzt. Die Arena, an der wir stehen, heißt Wildartentafel. Das ist das, was, glaube ich, dort an der Futterstelle. So, jetzt weiß ich nicht, wie es ist. Normalerweise hier oben, wie gesagt, Manowar hat seinen Garten hier alles hin und her. Sonst, wenn ich immer beim Wildgehege irgendwo in eine Arena gehen will, kommen die immer mit 20 Accounts und machen auch mit. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich privat die Lobby eröffnen soll oder ob wir das einfach öffentlich machen. Ich werde es mal kurz im Auge behalten, wenn es aufgeht. Dann habe ich aber auf jeden Fall hier gepostet wieder in den Community-Tab, ja, weil die Leute immer fragen, Ramses, wie macht man denn damit bei so einem Community-Raid, indem man sich im Community-Tab einträgt, wenn der Community-Raid im Community-Tab gepostet ist. Übrigens habe ich noch eine Übersicht gepostet zu dem Event, wo ihr nochmal seht, was jetzt alles will spawnen, was ihr so für Sachen bekommt, das mit den TMs und den Legacy-Attacken bei Bruder Landa und Dragoran steht dabei, die Eier stehen dabei. Zusätzlich eine Infografik über Xerneas, damit ihr wisst, 21,60 muss es haben. Ja gut, es ist gerade heftig windig, ich weiß nicht, vielleicht ist das Wetter geboostet. Ich habe keine Ahnung, bei was das Wetter geboostet ist, da ist einfach nur eine Wolke. Also 21,60 oder 27,1. Alter, da hinten fällt der ganze Baum um. Am besten also Stahl-Pokémon Metagross, habt ihr gehört. Die Jalga geht auch. Krypto-Metagross wäre der heftigste Boss von allen. Aber ihr könnt natürlich auch Mega-Gengar nehmen. Wir hauen jetzt einfach mal drauf. Wir müssen ja dann genügend Leute sein. 29 haben sich hier eingetragen. Ich habe wieder mal das Bild mit reingepostet. Mit Standort der Arena, falls der ein oder andere vor Ort mitmachen möchte und geschafft haben es Lennart, Eiverschaf, Annelie, Chevyart, Kulidita, das sind die 5 Stück auf dem einen Handy und mit dem anderen Handy die nächsten 5 sind Turu Koseki, Ramses Pladin, Pupek, Trainer Sir Ups und Carsten. Ramses Pladin hatte bis eben, als ich hier angekommen habe, noch nicht angenommen. Hat er nicht angenommen? Auf jeden Fall, entweder hat er jetzt angenommen und kommt noch mit rein oder er hat nicht angenommen und ist draußen. Und wer hat sich selbst verscherzt? Der Louis Marx, ne? Denn der hat seinen Trainercode nicht hingeschrieben. Gleiches Recht für alle. Er schreibt, sind schon Freunde. Ich weiß nicht, auf welchem Account. Ich habe keine Zeit, jeden Account durchzugucken, immer und zu machen. Deswegen ist wichtig, wenn oben drüber steht, schreibt euren Namen rein und euren Code. Ich muss den Code einfach immer durchadden, hierher fahren und dann muss ich, wenn ich hier bin, gucken, wer hat alles angenommen und dann kann ich die alle mit annehmen. Wenn ich 5 auf dem ersten habe und ihr seid auch auf dem ersten und ich will mit dem zweiten euch dann in die Liste schreiben und ihr seid da nicht, dann bringt mir das nichts. Ich kann nicht dann alles nochmal 5-mal ummodeln. Jetzt muss ich fix zum Übergang. Wer war denn noch da hier? Baumes, Borgi, Timon, Foley, Austria, Chilzen, Neltarion. Oh mein Gott, so viele Leute. Josh der Döner wäre dabei. Bäm, ich hoffe nicht zu spät, vor 13 Minuten, ja leider doch zu spät. Das heißt, ich fange noch fix was zum Übergang. Passend zum Thema Fee natürlich das hier und dann direkt Raid. So, das Snubbel ist gefangen und eingetötet. Ich muss jetzt hier bei denen überall mal auf die Arena drauf. Da seht ihr nämlich schon das Hirsch, was da drauf sitzt. Also das Schaf, was hier die ganze Zeit gemäht hat. Es sieht ruhig aus, überall steht 0. Ich gehe also mal davon aus, dass die anderen keinen Raid machen über Fanraids. Und dass ich einfach öffentlich rein kann, mit den 2 iPhones, wie gesagt, muss ich jetzt wieder einladen. Gehe ich auf meine Einladungen,
drück einmal auf den Punkt, weil ich die alle mit Punkt fast sehe. Hab hier Lennart, Annelie, Chevy, Kurli, Eiverschaf, Toru, Kuseki, Pupek, Trainerse, Abs, Karsten. Und jetzt kurz mal sortiert nach Level. Aha, Ramses Pladin ist auch jetzt. Habe ich zwar keinen Punkt dran gemacht, aber wenn ihr das sortiert natürlich nach Freundschaftslevel und der gerade frisch reingekommen ist, dann steht er natürlich als erstes da. Und so kann ich den auch annehmen. Was haben wir hier für Pokémon? Hier Rihonyor, Despotar, Giratina, Knackrack, Heatran, Mewtwo, alles querbeet. Hier ist noch Stalobor, Dialga, Knackrack, Despotar. Hier auch Rihonyor, Dialga, Roserade, Geowatz, Stalobor, Dialga. Hier Dialga, Genesekt. Das erste Mal, dass Genesekt wahrscheinlich nützlich für irgendwas ist. Alle Genesekt-Arten sind nützlich, hieß es. Mit halt Stahl-Moveset. Ne? Hier, ach, ist egal. Und hier haben wir auf jeden Fall Metagross, woo! Sogar das Shiny als erstes, obwohl das Shiny das schlechteste von allen ist. Alle Metagross auf dem Bild haben mehr IV und mehr WP als das, was an erste Stelle gesetzt wird. Zusätzlich ist hier noch ein Stolos drin, obwohl Stolos jetzt eigentlich, naja, nicht so toll ist. Wir checken nochmal kurz aus, ob da auch keine Fremden drin sind oder wir nochmal raus müssen, dass die anderen Platz haben. 16 Leute, müsste also perfekt sein. 6 von mir, 6 Handys, die hier liegen, 10 eingeladene, 2 Fünferpäckchen aufgeteilt auf 2 Handys, die jeweils einladen. Also wer das System noch nicht gecheckt hat, so läuft das immer ab. Jetzt knüppeln wir einfach mal drauf, gucken, wer den höchsten dann hat, gucken, wie schwer das ist. Und wir wollen ja heute auch noch einen Glückstausch machen im Video und gucken, ob wir wie bei Demeteros gleich am Anfang das 100%ige bekommen. So, da geht's auf jeden Fall schon mal los. Es hat im Kampf auf jeden Fall ein buntes Horn, ja. Das war ja gestern auch, wer Montag gestern dabei war bei Chill mit Ramses, wir haben ja wieder Videos geguckt, haben auch Gira Frag mich angeschaut. Der hat extra nochmal schön ein Video über Xerneas gemacht, wo man nochmal alles über das Pokémon erfährt, die Hintergründe, was mit dem so abgeht, warum der so heftig ist und warum der jetzt nicht mehr so heftig ist und warum der eigentlich heftig sein sollte und warum der so elegant ist und dass es dann eben diese Aktivform gibt und die Ruheform oder den Ruhemodus. Im Kampf sollte er wohl aktiv sein, so wie jetzt, dass das Geweih halt schön bunt ist. Wenn ihr den gefangen habt und er im Beutel ist, leuchtet der aber nicht mehr so, glänzt nicht mehr so und sieht dann halt einfach gechillt aus, ja, ist dann wieder runtergefahren. Ich sehe jetzt hier schon im Fangbildschirm, hat er aber immer noch seinen Aktivmodus. Wenn der auch im Beutel so bleibt, sieht das natürlich richtig fresh aus. Ich drücke erstmal alle anderen durch, damit ich gleich sagen kann, was das höchste ist. Wo steht's denn? 21, 28, 20, 90, 21, 2, 21, 32. 21, 32 ist das höchste bis jetzt. So, wir drücken mal hier drauf und haben 21, 13. Ist jetzt nicht das Beste, ist aber auch nicht das Schlechteste. Ich glaube, ich muss einfach hier bleiben. Ich kann mich nirgendwo anders hinstellen, um zu fangen, außer ich stelle die Kamera auf das Pferd. Ja, dann muss ich mich wieder so blöd rumhuggeln. Egal. Wir bleiben jetzt einfach hier. Wir fangen den jetzt halt so gehockert im Sitzen. Er wirkt auf jeden Fall richtig groß und mächtig. Ja? Kreis scheint relativ groß zu sein. Also da müsste das einfach fabelhaft treffen auch kein Problem sein. Er ist sehr ruhig. Er fliegt nicht nach links und rechts. Er hüpft ab und zu mal, dann greift er auch mal an. Ich glaube, das wird eine coole Sache. Also wenn er so... Iveltal hat ja Flügel, der wird sicherlich wieder hin und her fliegen, aber Xerneas sieht ja eigentlich richtig toll aus zum Fangen. Das mit dem Hüpfen ignoriert ihr halt, aber sobald er angreift, sobald er mit seinem Kopf da rumwirbelt und euch eine Kopfnuss geben möchte, fangt ihr an, kurz zu curven, kurz zu werfen. Ihr braucht auch nicht zu viel Kraft. Er sitzt relativ weit vorne. Deswegen der Kreis auch so heftig, riesig. Also
Der müsste zum Fangen wirklich easy sein. Er könnte ein bisschen aggressiver sein, dass er eben öfters angreift, dass man nicht so lange warten muss. Aber es geht um die Wurst. Wenn ich den jetzt nicht fange, dann kann ich auch keinen Glückstausch machen. Also müssen wir warten, wirklich. Jeder Treffer muss sitzen, der muss drin sein, sonst passt der Rest nicht. Beziehungsweise selbst wenn ich den jetzt hier fange auf dem Großen, heißt ja nicht, dass ich den auf dem Kleinen fange, das kann ja auch noch schief gehen. Also alles gechillt, einfach fabelhaft werfen, viermal hintereinander bis jetzt. Genügend Bälle sind ja eigentlich am Start. 1, 2, 3, 4, jetzt ist er drin. Wunderbar, er ist drin, wir werden ihn jetzt gleich mal bewerten. Also er ist über 21, aber 21,70 war es ja, glaube ich. Gibt auch gleich wieder drei normale Bonbons, 3 XL-Bonbons, neuer Pokédex-Eintrag. Und jetzt mal schauen, ob er immer noch aktiv ist. Er ist immer noch aktiv. Wo ist die Ruheform? Gibt's nicht. Drücken einmal drauf, Xerneas, da freut sich einer, hat auch schon Mondgewalt. Und die Werte, naja, gut für die GBL, hat wenig Angriff. Weil wir melden uns gleich zurück mit dem Lucky Trade und gucken mal, ob wir ein besseres kriegen als 21,13. So, wir sind zurück, wir wollen jetzt den Lucky Trade noch machen, aber ich sehe, hier sitzt noch ein neues Pokémon, nämlich Parfi. Parf Daddy, wer kennt's nicht. Nehmen wir auch mal mit. So, dann kann ich hier auf dem zweiten schon mal ins Tauschmenü rein. Und ihr habt natürlich nicht nur neue Pokémon. Geht auf Dratini-Jagd, geht auf Kindwurm-Jagd, geht auf Kaumalat-Jagd. Gibt es auch aus Feldforschungen, aus diversen. Gibt, glaube ich, sogar drei verschiedene Feldforschungen, wo Kaumalat jetzt drin sein kann. Gleichzeitig gibt es noch eine Forschung. Aber erstmal wollen wir den Tausch machen. Ja? Gehen jetzt hier drauf. Ramses Raid Party, das ist schön. Das heißt, wir können jetzt hier einmal den, einmal so, rüber 800 traden, 21,60, nicht 21,70, 21,60, aus Auengrund, hä? Bin ich schon wieder im Brattendorf oder was? So, ich will gar nicht hingucken, ihr seht es zuerst, ich gucke mir zuerst den anderen an, was auf dem anderen draufsteht. Der andere ist ein, hä, Pokédex registriert. Okay, Anzeigefehler. 21,12 mit 12, 12, 13 und er hier 21,35. Ist auf jeden Fall jetzt das Beste aus der Runde. Hat sich auf jeden Fall gesteigert. Da geht noch was. Ich habe viele Glücksfreunde momentan und ich glaube, viele sind daran interessiert, jetzt Xerneas zu tauschen. Gerade weil das neu ist, weil das cool aussieht und ich finde es schön, dass es seinen Aktivmodus beibehalten hat. Wenn wir jetzt hier nochmal reingucken wollen, sehen wir, hier ist noch so eine Forschung, da mir die Zeit wegrennen, weil morgen ist ja schon wieder Raider Mittwoch, Raid Mania. Donnerstag hatten wir was Besonderes für euch vorbereitet, beziehungsweise wollen das testen. Und die Forschung 7 Kapitel umfasst und so ewig geht und da auch das Rocketzeug drin ist, werde ich ein Video machen, wie ich Alo, Cliff und Sierra besiege, dass ihr wisst, was die jetzt haben, was für Konda ich so nehme und alles. Ich werde ein Video machen zu Giovanni und das Krypto-Lavados abholen. Aber ich werde nicht jedes einzelne Kapitel diesmal davon spielen und filmen. Ich weiß einfach nicht, wie ich die Videos sonst unterbringen soll. Guckt euch das auf jeden Fall an. 13 Tage Zeit, das alles zu machen. Feldforschungsaufgaben gibt es immer mal zwischendurch. Raid-Bosse haben auch gewechselt. Talkatic ist schon wieder zurück. Aber Mega Glurak ist auch zurück, also die Frage, was wir am Donnerstag für euch bereitstellen, ist auch wieder offen. Entweder Togetic Raids oder Mega Glurak Raids oder vielleicht Kindwurm Raids, Dratini Raids, je nachdem, ihr könnt dann wieder abstimmen, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr ein gutes bekommen? Wer beim Raid mitgemacht hat, schreibt mal, was ist euer Bestes gewesen und wer schon ein paar gestern Abend gemacht hat, ihr seht, ich bin vorbildlich, ich mache das immer erst, wenn es hier ist. Wer schon gestern Abend ein paar gemacht hat, schreibt mal rein, wer hat das 100er? Und wer hat es schon auf Max push, wer hat's schon auf Max gepusht? Auf Level 50. Das war's von meiner Seite aus. Es ist nass, es regnet. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.